Ich habe euch versprochen, wir fahren. Schönen guten Tag. Hi. Ja, wir sind bei LCA. Das wunderschöne Kfz steht da vorne. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert habt, aber ich glaube, ihr wart nicht gut drauf. Ihr wolltet das, glaube ich, hören, genauso wie ich. Mhm. Also, wir fragen mal, wie viel Leistung der jetzt so hat. Wie viel hat er jetzt? Der hat jetzt 500, ne? Das reicht, oder? Ja, müsste reichen. Okay, wir steigen ein. Oh, geil. Geil, ne, in der Farbe? Ja. Also, Kupplungsbedienung ist schon mal sehr, sehr modern. Also fährt sehr schön an. Oh, auch Servolenkung. Ach stimmt, der hat ja auch dann eine elektrische Servopumpe drin. Da haben die doch gerade gesagt, von der A-Klasse, ne? Genau, die haben wir auch bei uns im Audi drin. Im Audi, sag ich. Im Porsche. Also was krass ist, das Auto ist kurz. Also du guckst in den Innenspiegel, da merkst du noch nicht, aber wenn du dich aber oben drehst, ist einfach das Auto da vorbei. Ja. Also gefühlt ist das einfach wie so ein Go-Kart, wie so ein Mini-Auto. Aber man merkt jetzt schon, das Auto fährt anders als unser. Sperre ist. Ist hart, ne? Ja, irgendwas regelt dazwischen. Ist mal schön warm. Ah, der ist warm. Also wenn die Geräuschkulisse bei 2.500 so laut ist wie ein vorbeirasender ICE. Schön. Bremse auch. Also du merkst, das ist ein sehr schön zusammengesetztes Auto. Die Bremskraft, die du brauchst, nicht hoch. Die Bremsverzögerung ist aber wiederum wie bei einem modernen Auto. Das ist eine ganz geile Kombination. Es bedient sich sehr, ja, sehr frisch. Dann ist es kein E-Gas, aber die Gasannahme ist wie ein modernes Auto. Leute, ach, Junge, das wird richtig krass. Wieder. Weil, guck mal, wir fahren ja keine Drehzahl. Nee, wir fahren ja 30, 40 km/h. Keine Drehzahl, hör mal. Ach, aber an. Meine Güte. Der 2,5 Liter Motor ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, Alter. Bei meinem 2,2er, tot. Da wäre gar nichts passiert. Aber gar nicht, das war dritter Gang. Jetzt eins. Auto. Das, ich hab Gänsehaut. Ja. Alter, guck mal hier. Nee, guck mal hier. Guck mal bitte. Wie geil ist das denn? Jetzt verstehe ich, warum wir das gemacht haben. Das habe ich ja noch nie erlebt. Jetzt, ich rede von meinen Videos. Langer Radstand, kurzer Radstand. Ja. So, aber ein kurzer Radstand in einem Auto durch den Kreisverkehr fahren. Du hast das Gefühl, du brauchst gar keinen. Du kannst auf dem Teller in der Mitte drehen. Ja. Also wir haben jetzt hier 90 Grad auch. Opa, hörst du das? Boah, das ist geil. Das ist sehr geil. Und unser kriegt 100 PS mehr. Alter. Drehmoment auch sehr gut. Ja, dieser 2,5 Liter Block, also ganz anderes Auto. Du brauchst diese Geschwindigkeit nicht, die heute einfach entsteht aufgrund von Technologie. Yeah. Das ist ja der gleiche Schub, ja, nur halt kürzer und halt nicht so schnell. Aber es ist halt, es fühlt sich genauso aber lustig. Ja. Alter. Ist das geil. Aber durch diesen kurzen Radstand musst du echt aufpassen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Lenkrad. Ui. Ist halt ganz kurz. Boah. Also. Agil. Ich glaube, querfahren wird damit auch echt geil, aber du musst halt super schnell dann am Lenkrad. Ja. Komm, jetzt sollen wir mal ausdrehen so ein bisschen einmal? Also einmal höher drehen? Was ist das denn? Ist das geisteskrank? Ey, also jetzt, das ist so einmal komplett JDM in ein deutsches Fahrzeug reingepackt. Ja, Mann, aber jetzt mal ohne Spaß, ne? Ich muss den zweiten dann nochmal machen.
Der zweite Gang. Alter, das hat ja aber anders geschoben. Und vor allen Dingen bleibt der richtig lange, lange im Saft. Ich bin ja früher mit Marco super viel in seinem alten Renner gefahren, ne? Das war nicht wie das. Oh. Was eine geile Soundkulisse. Oh, ich freue mich sehr. Da, um Gottes Willen. Meine Fresse. Also, ich versuche das gerade wiederzugeben. Das Drehmoment packt extrem geil an. Früh. Aber kein E-Gas, muss nicht unbedingt immer am E-Gas liegen, aber fühlt sich super modern an und hat wirklich Durchhaltevermögen, der Kollege. Boah, der hat so einen schönen Lauf, wenn du weiter hochdrehst, weiter, der geht. Genau, der geht. Also gerade in der 2 ja, ja. Habe ich innerlich gedacht, es muss doch langsam mal aufhören. Ja, aber das ist so, hört, so, weißt du, so Tempo. Hört gar nichts auf. So der Druck so niedriger und dann erst ab dem nächsten Gang wieder Druck rein. Und wir sind erst bei 5.500. Ich meine, klar, das sind 500 PS, ne? Also ja, bei 1100 Kilo? Stimmt, das ist es. Das Auto ist einfach so leicht. Du merkst die Leichtigkeit schon, aber du denkst, du schiebst es eher auf den kurzen, auf den Wendekreis, auf den kurzen Radstand. Ja, ja. Oh, das waren alle Räder durchgegangen. Oh! Komm, wir wechseln einmal die GoPro, machen die einmal vorne dran. Ja. Weißt du, was ich mir gerade wirklich gedacht habe? Es ist einfach Sonntag. Weil das Fenster war gerade auf ein bisschen, ne? Ja. Wir machen mal die Fenster auf. Es ist Sonntag, die Sonne scheint. Und du fährst mit dem Auto einfach morgens so für so eine halbe Stunde. Ja. Und du darfst es sogar. Das heißt, dieses übertriebene Turbo-Geräusch, dieses hier. Zieh das jetzt rein. Von jedem Gang, also zu jedem Gang immer was Geiles, also so immer wieder. Ja, es wird auch nicht langweilig. Nein! Auch mit den Bergen da hinten und so, Gott. Boah, jetzt ist echt so. Das ist nicht JDM, sondern das ist German Turbo Culture. Ja. Culture. Cool. Echt schnell, ist auch echt kalt. Boah, und ach, 1100 Kilo und dann mit 600. Genau, boah. Noch mal 100 drauf. Das ist ja abnormal. Das wird richtig geil. Oh. Warum machen die modernen Autos alle gar nicht mehr? Die sagen sie alle mal. Wirklich? Ja, weil ich denke, die haben das hier eingetragen bekommen, weil die mit Einzelabnahme und dann Sonderfahrten. Ja, ja, klar. Das mit klar, Geräuschmessung ja. und all sowas ja, ja. gemacht, dann kriegst du das halt hin. Ja. Aber das ist ja wirklich hier an. Guck mal hier, guck mal hier. Guck mal. Das ist doch so schön. Guck dir das mal. Steig mal eben aus. Ich habe gerade so ein bisschen Gedanken, ob diese Farbwahl mit innen und außen, die ich in meinem Kopf so ein bisschen habe, ob ich die gut finde. Ja. Weil Bedenken. Das Auto hat jetzt doch einen anderen Charakter durch diese extreme Geräuschkulisse und so. Ob das so gut passt, frage ich mich gerade. Hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ich bin auch gespannt, was ihr drunter schreibt, so, was ihr wirklich machen würdet. Ne, weil so du fährst so, ne? Eine schöne Musik, ne? Das ist unfassbar. Das ist echt geil. Also er hat wirklich Power, Leute. Also das ist echt. Und das ist 100 PS weniger als das, was wir fahren. Werden. Werden. Und wir sind ja gerade schon nun was anderes gefahren.
Und wir kichern trotzdem wie die Mädchen. Ja, ja. Ja, aber warte mal. Wenn man die Kilo PS ausrechnet, 500 PS ja. auf 1100 Kilo oder ja. 1080 Kilo, 50 Kilo zu 900 PS in dem Porsche ja. bei 1800 Kilo. Der hat schon ein Gewicht, ne? Ne? Also, das kann ich schon nachvollziehen. Hier ist es handgerührt und der ist kürzer übersetzt. Ja, ja, ja. Das ist wunderschön. Hier interessiert auch keinen, was das irgendwie für eine 100-200 Zeit fährt. Juckt mich. Nein. Juckt mich null. Ey, scheiß mal da drauf. So ja, aber wirklich. Der neuere Turbolader hat obenrum aufgrund des größeren Abgasgehäuses und dem besseren Strömungswinkel macht der obenrum noch mal viel mehr Musik. Ich sag ganz ehrlich, das Ding macht obenrum richtig Musik. Das ist schon echt gut. Guck mal. Jetzt habe ich eine Frage. Eine Frage, ja. 992 Turbo S. Ja. 280.000 Euro auf den Tisch gelegt. Ja. Oder das Auto hier für 150.000 Euro. Schon safe das irgendwie. Also du hast die ganz andere Freude. Klar, der Turbo S, voll geil und sonstiges, ne? Bist schnell unterwegs, hast halt die Technik, die funktioniert, Musik und sonstiges. Aber, Digga, das ist hier... Das ist... Oh, jetzt wird's hier Sechstergang. Ja, yeah, also voll human. Die ganze Geschichte hierzu ist einfach so viel geiler, als wenn du dir den Turbo S holst. Und im Prinzip mit dem Preis, voll. Was du kaufst, hast du ja die Geschichte ja mitgekauft. Im Turbo S hast du ja gar keine Geschichte. Ah, doch. Ja, okay, aber wenn auch anders halt. Anders. Das PDK, diese ganze moderne. Du hast den kleinen Neffen gekauft, weißt du? Also beim Turbo S. Hier hast du halt den Urgroßvater. In echt? Ja, in echt. Das ist. Boah, das ist geil, Leute. Das ist echt geil. Du bist in der 5 und fährst 1500 Umdrehungen, okay? Es kommt nichts. Gib's Gas. Du denkst, okay, das ist schon Ladung. Nein. Ab 3 macht der Musik. Oh. Ab 3 kommt die Musik. War's geil. Das ist echt geil. Richtig starkes Auto. Ja. Vor allem, du bist ja schon vieles gefahren, weißt du? Und ja, aber das ist toll. Aber du freust dich halt so krass. Ich freu mich toll. Weißt du? Das ist toll. Also das ist hier wirklich... Du weißt, was ich meine? So Menschen wie dich so zur Freude zu bringen, das ist total. Schon... Das ist schon, ne? Ja, aber es ist einfach dieses kleine Propellerrädchen yeah. mit dann auch diesem 15er-Sound in Verbindung. Direkt ein Spritzer PDK kann alles mir gestohlen bleiben. Also jetzt von dem reinen Gekicher und dem Freuen und dem Bedienen, lass die See fahren ja. hiermit. Das ja. wird richtig, richtig geil. Ja. Vor allem allein dieses Fenster auffahren, was du gerade gezeigt hast. Ey, alleine das! Jetzt als Beispiel, ich würde meinen Vater eine Runde mitnehmen. Ja, der genau. Würde sich, der würde sich auch so freuen. Ja, glaube ich. Also, brutal. Wir müssen irgendwie mal so ein Event machen, wo ich so ein paar Autos bereitstelle und einfach mit Leuten mitfahre, die sowas nicht machen können. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Wahl. Ja, ne? Also ich bin ja an beiden Autos jetzt zum Glück ja mitgefahren, weißt du? So, ich kann das einfach voll nachvollziehen. Aber was ich auch finde, das mit der Farbe ist für mich jetzt schwer. Ja, glaube ich dir sogar. Weil er eigentlich, das mit dem Schwarz, ne? Er ja. ist schon ein Bad Boy. Ja, muss ja. irgendwie schwarz sein, so gefühlt. Könntest du normalerweise einen Film drehen, Bad Boys 3 oder 4. Ja. sein Gesicht. Sehr, 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 sehr cool. Oh, Brudi. Ist auch so. Ist auch wirklich ja, so. Ja, ja. So, wir müssen mal reden. Das Auto hat wirklich weniger Leistung. Wie viel Leistung hat dieses Auto? Und das andere hat 600. Dein Ernst jetzt? Ja. Die sind aber vom Peak-Drehmoment relativ ähnlich.
Weil das Peak-Drehmoment von den beiden Turbos ist relativ ähnlich. Aufgrund des größeren Abgasgehäuses rennt er oben um einfach besser. Macht keinen Drehmoment, aber macht PS. Exakt. Mhm. Oder hält das Drehmoment länger stabil. Und er hält das schon stabil. Es geht. Was? Was? Ja. Der rennt oben rum wie ein D-Zug, Alter. Deswegen haben wir da viel rum experimentiert mit Turbolader, bis wir dann wirklich gesagt haben, okay, so kann man es dann auch wirklich lassen. Würde ich einen Sechsgang kriegen? Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man nimmt halt da Fünfgang mit auf. Nee, 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 so ist cool. Ja? Ja, ist geil. Er liegt auch, ja. Okay. Ist cool, ja. So kann man den fahren. Also ich wir machen 600 PS auf jeden Fall. Aber 500 sind auch schon krass. Gut, gell? Ja. Finde ich. Also 500 in so einem Auto sind ja jetzt alles andere als schlecht. Absolut. So. Deswegen kannst du vielleicht auch nachvollziehen, dass es ein paar Kunden gibt, die sagen, yeah, 500 ist auch ich okay. Ich traue es mir nicht zu sagen, dass ich mich jetzt so zum Affen mache, aber ich kann nachvollziehen, dass manche sagen, 550 ist geil. Ja, ja. Das kann ich verstehen. Es war lustig auf der anderen Seite, wenn dann viele Kunden kommen und sagen, ey, am liebsten 700 PS, dann fahren sie mit dem 7 mit, wollen jetzt so 500 PS oder so. Das waren nee, jetzt 500 weil in der 2, wenn du den 2 voll ausdrehst, gehst du in die 3, da ist vorne. Ne? Also das geht schon auf jeden Fall vorwärts. Und was ich auch gerade ganz krass habe, ist, dass meine Vorstellung von der Farbe gerade nach dem Fahren ein bisschen hinkt. Echt? Ja, weil das Auto hat so eine Aggressivität und so eine Wucht und so eine Klangkulisse und so eine Präsenz, so eine Geilheit, dass du sagst so, ah, wäre das vielleicht farbtechnisch nicht ganz so die Wahl? Weißt du, was meinst du? Ja, also ja, so, ja. Ich habe jetzt ein anderes Bild. Ich habe sonst das Auto immer nur gesehen und habe meinen Weißen so damit verglichen, aber das ist was anderes. Ja. Das ist was ganz anderes. Vom Langen wirkt die Farbe ja wieder anders als auf einem Kurzen, in der Meinung. Also sei mal so, ja, die Karosserie. Okay, ich bin sehr, sehr happy. Wir sehen uns dann wieder im März ungefähr. Spätestens, oder? Vielen, vielen, vielen Dank. Ciao. Ja. Der Besitzer, vielen Dank fürs Fahren. Also, Sie haben ein sehr schönes Auto. Mhm. Tschüss.